Hi zusammen und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Und heute geht's mal wieder zu einer Destillerie, die ich sehr, sehr gern mag und sogar zum offiziellen Bottling, Edward Dower. Und zwar habe ich hier einen 9 Jahre alten Edward Dower, sprich nicht rauchig. Und das Ganze ist eine Mixtur aus zwei verschiedenen Fässern. Und zwar ist das ein Oloroso Sherry Fass und ein Sauternes Cask, destilliert 2009. Beide einzeln gereift für die 9 Jahre, dann eine Zeit lang zusammen vermehlt und abgefüllt. Und zwar bottelt 18. April 2019. Das gab dann zusammen 1021 Flaschen. Fassstärke 55,9%. Das sind die Fässer 81 und 171. Ich sage das absichtlich dazu, weil es gibt mehrere so ähnliche Abfüllungen für verschiedene Abfüller. Das hier ist Bottled for Kirsch. Eine Zeit lang gab es von Edward Dower sehr, sehr viele kuriose Einzelfässer mit allen möglichen Vollreifungen. Und hier hat man wirklich jetzt diese Cuvée-Sachen, die kamen in den letzten 2, 3 Jahren relativ vermehrt raus, wo man einfach dann diese Exoten genommen hat und zwei Exoten zusammengekippt hat und die dann nochmal miteinander married hat und zusammen abfüllt. Ich weiß nicht, ob das die Fässer waren, wo einzeln zu extrem waren oder ob man das einfach für eine coole Idee hat. Es gibt jedenfalls im Schnitt nochmal was ganz anderes wie ja, eine typische Sherryfassreifung oder eine typische Sauternes-Reifung. Und ja, ich habe mir zwei Gläser gerichtet. Und das sage ich gleich dazu, obwohl der nur 55,6% hat. Ich habe den noch nicht so lange offen, aber doch schon eine Weile. Er ist im ersten Moment ein klein bisschen verschlossen. Und es gibt sich jetzt, das ist typisch Edward Dower, mit etwas längerer Atmungszeit, sage ich mal, aber ich wollte doch den Vergleich hier heranziehen. Ja, Edward Dower war jahrelang eine von den kleinsten Destillerien Schottlands. Sie ist inzwischen von anderen da abgelöst worden. Einerseits, weil es mehrere junge kleine Destillerien gibt und andererseits, weil Edward Dower natürlich auch expandiert hat aufgrund des Erfolgs. Und der Erfolg durchaus zu Recht. Gehen wir direkt zum Whisky. Und das ist einfach Edward Dower Style. Der ist unheimlich schwer, erdig, ledrig und über allem hier ein klein bisschen. Also es ist schon besser geworden, seit ich den etwas länger offen habe, aber man merkt den Alkohol doch durchaus noch oben drüber. So, in Rum eingelegte, total vollgesogene Früchte mit so einem, ja, Trauben, also noch nicht Rosinen, sondern echte Trauben in Rum, so für Bowle vorbereitet. Und dazu Wanderschuhleder, fast irgendwas. Ja, Reifengummi, schwefeliges. Und feuchte Erde. Jede Menge feuchte Erde. Und ich meine so richtig lehmige Erde. Nicht Blumenerde, die ja dann so ein. Wie definiere ich das? Das hat wirklich so was lehmig schweres, frisch umgepflügte Acker mit so richtig lehmigem Boden. Am besten, wo so eine tonige Note drin ist. Ja. Und dazu eben diese süßen, in Rum eingelegten Früchte. Ersten Moment komplett buttrig, richtig schwer und man meint, man merkt keinen Alkohol. Nach ein paar Sekunden
fängt da an aufzudrehen, dann fängt da an würzig zu werden, prickelt auf der Zunge. Und wieder kommt so ein ganzer Schwall Leder. Am Gaumen jetzt weniger Gummi und weniger Schwefelanleihen, sondern wirklich richtig altes, abgetragenes Leder, durchgetrocknete Rosinen, wieder weiße Trauben in Rum eingelegt. Eine leicht säuerliche Note, vielleicht von kandierten Ananas, so sauer-süß. Insgesamt relativ kompakt, wie so ein richtig, ja, der hat was Zähflüssiges beinahe an sich. Das legt sich wie so ein Likör oder was auf die Zunge, bei dem dann der Alkohol so pfeffrig, Ingwer scharf ein bisschen britzelt unten drunter, weil der einfach auf der Zunge kleben bleibt. Gegen Abgang kommt ein bisschen Eiche. Es wird ein bisschen trockener, gleichzeitig eben zieht der Ingwer und der Pfeffer so minimal an. Ja, wie gesagt, sehr, sehr kompakt, nicht einfach, sehr speziell. Gucken wir doch mal, was der mit Wasser tut. Ja, und er macht an der Nase hier schon auf. Wir haben jetzt an der Nase schon mehr Sherry-Noten. Da fängt jetzt an, neben dem Erdig auch nussig zu werden. Karamellisierte Nüsse. Krokant. Rosinen. Datteln. Trockendatteln. Und dann diese Note eben von kandierten Ananas, kandierten Papayas vielleicht. Bisschen Tabakblatt hinten dran, so nicht verbrannt, Zigarrenkiste. Oh. Wirkt jetzt auch nicht mehr so schwer. Er wirkt jetzt an der Nase viel, viel feiner. Schöne Lecks, schöne Farbe, natürlich. Also, ich habe hier so ein bisschen die Vermutung, dass das Oloroso-Fass vielleicht eher ein Refill war. Das Sauternes-Fass mit diesen kandierten Noten kommt jetzt hier durchaus mehr durch. Ja. Diese Gummi-Schwefelnote habe ich mit Wasser jetzt gar nicht. Ein bisschen erdig vielleicht, aber auch die Erde ist jetzt trockener. Das ist jetzt mehr irgendwie so Lösand. Ja, die Kamera ist ausgegangen. Willkommen zurück. Insgesamt mit Wasser wirkt er einfach insgesamt weniger massiv. Er hat eine ölige Konsistenz, aber er verteilt sich besser. Der Abgang wird viel länger. Jetzt habe ich wirklich ein Development in diesem Whisky drin. Und er fängt ein bisschen erdig an und dann geht er wirklich in diese ganzen verschiedenen nussigen Noten. Ich habe gehackte Haselnüsse, vielleicht so ein bisschen angeröstete. Ich habe Krokant, ich habe Karamellnoten. Ich habe ein bisschen herbe Walnuss mit Schalen, die hier durchkommen. Nicht unangenehm, gibt ihm aber diese leichte Bitterkeit, die sie diese rumgetränkten, kandierten Früchte dann kontern. Die fangen dann an, in der Mitte vom Gaumen anzuschwellen. Papayas, Ananas, gleichzeitig habe ich auch hier Rosinen drin, vielleicht getrocknete Feigen und gegen Ende kommt eine schöne Vanillenote rein. Also der wirklich gewinnt mit einem Tropfen Wasser. Diese Ingwer-Schärfe bleibt minimal da. Das Pfeffrige geht allerdings verloren. Es ist ein schwerer Whisky. Es ist ein erdiger Whisky. Und ja, wer ein bisschen Problem mit leicht schwefeligen Noten hat, sollte hier vielleicht vorsichtig sein. Insgesamt muss ich jedenfalls sagen,
Ja, es ist einer von diesen Sachen, die ich einfach bei Edward Auer mag, weil du kannst Original-Bottlings kaufen und du kriegst 1000 verschiedene Varianten und es ist immer wieder ein neuer Whisky, den man entdecken kann und ich finde, es bleibt spannend. Bei dieser Abfüllung finde ich, dass es so Ternfass hier im Vordergrund prescht. Ich habe ja vorhin schon vermutet, dass Oloroso könnte ein Refill sein, dass so Ternfass ein First Fill, weil ich habe diese karamellisierten Nussnoten und gleichzeitig diese tropisch eingelegten Rumfrüchte, sage ich mal. Und ja, für mich ist der hier relativ auf der Sauternenseite, ist aber jetzt nur eine Vermutung von mir. Ich mag diese Abfüllung, wie gesagt, durchaus. Ich finde, er braucht aber einen Schuss Wasser und er wird einfach besser, je länger er offen steht. Grundsätzlich für mich als Edward Auer Fan eine absolute Empfehlung. Es gibt ja mehrere dieser Cuvées, wie gesagt. Ich finde das eine interessante Idee, ich finde das durchaus spannend und für mich absolut lohnend. Ich finde ihn mit den 9 Jahren nicht zu jung. Wie gesagt, ohne Wasser ist er einfach ein bisschen zu kompakt, ein bisschen zu, ja, fast Aromen überladen und konzentriert. Mit Wasser wird er einfach viel, viel eingängiger. Und wie gesagt, ich mag dieses Development von den Nüssen über diese Früchte hin zu den Trockenfrüchten und gegen Ende dann übernimmt wirklich eine schöne Vanillenote, die man eigentlich gar nicht erwartet in diesem Whisky. Und der Abgang ist richtig lang. Am angenehmsten ist es wirklich, wenn man so einen Schluck von dem, oder wenn man den Abgang noch schmeckt und man nimmt dann nochmal einen kleinen Schluck vom Whisky, weil dann kriegt man wirklich diese Nüsse vom Anfang wieder und hat aber diese Vanilligkeit noch mit drin und in der Kombination wirkt das eigentlich sehr, sehr ausgeglichen dann. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Lasst mir ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns demnächst wieder hier auf dem Kanal. Bis dann!